ich habe mir einen neuen Traktor zugelegt. Schauen Sie mal. Also damit sollte das doch im Garten jetzt nur wahrlich funktionieren. Nee, mal im Ernst. Ich habe mir den nicht zugelegt. Ich bin hier auf einer Veranstaltung, nennt sich Traktur von Kubota. Die machen so eine, ja, wie soll man sagen, Roadshow durch ganz Deutschland. Immer verschiedene Stationen, wo die Maschinerie, die Kubota verkauft, letztendlich vorgestellt wird. Im Dönisforst bin ich hier. Und ich zeige Ihnen heute mal, was denn alles so von Kubota zu bekommen ist. Bleiben Sie mal dran. Wird spannend. Nee, aber mal im Ernst. Mit solchen Maschinen will ich mich heute nicht befassen. Ich nehme mal an, die wenigsten Zuschauer auf meinem Kanal, die werden sich mit sowas hier zufrieden geben. Zu klein. Und auch nicht solche Maschinen und auch nicht so eine und so eine und so eine und so eine. Sondern wir befassen uns heute mal mit den Maschinen, die für Selbstversorger, für Hobby Menschen, so wie ich einer bin, irgendwie relevant sind. Das Video ist natürlich gesponsert von der Firma Kubota. Versteht sich von alleine. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Wir befassen uns mit den Maschinen, die für den Normalmenschen wie mich relevant sind. Und vielleicht auch für Sie. Wenn Sie da genauere Informationen haben wollen, dann müssen Sie eben zu irgendeinem Kubota-Händler fahren. So, wir gehen mal hinten ganz weit rüber. Da stehen die kleineren Maschinen. Denn wenn Sie, vor allen Dingen wie ich, irgendwann in die Jahre kommen, dann kann er nicht schaden, wenn man ein paar PS mehr in den Armen hat. Wir fangen ganz vorne an bei der preiswertesten Serie. So habe ich mir zumindest sagen lassen. Übrigens, so wie ich das gehört habe, wird der in Indien gebaut mit einem Mitsubishi-Motor. Hat ein paar Gänge mehr als die Maschine, die ich da fahre. Und in dem anderen Video oben in der Infobox, wo ich Ihnen die Funktionen von dem Traktor, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, erklärt habe, da habe ich mich doch beklagt, es gäbe keine Heizung an dem Wagen. Ist klar, war ja auch ohne Verdeck. Es gibt die sehr wohl. Mit Verdeck und Klimaanlage. Nächste Variante. Die haben das nämlich schön gemacht, der Reihe nach hier. Kann ich mir die der Reihe nach angucken. Von preiswert bis etwas teurer. Wobei das natürlich keine Maschine für den Acker ist, hat die falsche Bereifung dafür. Nicht nur von der Breite, sondern auch von der Höhe. Ist kein Ackertraktor, damit können Sie nicht pflügen und nicht fräsen. Ich bin doch so eine Frostbeule. Winter ist nicht mein Ding. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Da fühlt man sich dreck wie ein kleiner Landwirt. Ist ja schon witzig. BX261. So, das ist die nächsthöhere Variante. Das ist jetzt die Maschine, die ich habe. Also, die gibt es ja in verschiedenen Motorausführungen mit verschiedenen Ausstattungen. Aber was mir hier aufgefallen ist, was sehr witzig gewesen wäre, sind die breiten Räder. Weil über die Maschine muss ich Ihnen nicht groß erzählen, das habe ich ja schon gemacht. Die breiten Räder, die hätten den enormen Vorteil, man würde eben die Wiese, also was nicht Acker ist, nicht so platt fahren. Weil besonders in diesem Jahr war enorm feucht. Also man
wenn ich da irgendwo mal drüber gefahren bin, kommt man direkt die Spuren sehen. Das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Aber so wie ich gehört habe, die Räder hätten an meinen nicht dran gepasst, weil mit den Rädern gibt es keinen Frontlader. Nächste größere Variante. Ist schon ganz ein Tick größer als meiner. Vor allen Dingen, wenn sie etwas größer sind und lange Beine haben. Weil bei dem, den ich habe, da ist die Bedienung von dem Frontlader, die liegt genauso, dass man permanent mit dem Knie dagegen haut. Also quasi dieses Ding hier hat eine ziemlich scharfe Kante hier. Und jedes Mal, wenn ich einsteige, zong, wieder eine Katsche im Knie. Aber ist schon ein ganzes Stück größer. Übrigens, was ich erwähnt habe in meinem Video, dass manchmal enorm schwer ist, diese Anbaugeräte dran zu hängen, was an der mangelnden Übung liegt. Da sind hier so Ösen drin, wo so Bolzen durchkommen. Habe ich gehört, man kann die Maschinen auch haben in einer, mit so Fanghaken. Ich zeige Ihnen da gleich mal eine größere Maschine. Das würde die Arbeit erheblich erleichtern, um da irgendein Anbaugerät dran zu kriegen. Hat auch eine andere Übersetzung. Hat ein paar Gänge mehr. Ja, und hier würde ich dann ganz klar sagen, das ist dann schon für meinen Garten einen ganzen Tick zu groß. Obwohl hier alle sehr wendig sind, aber das ist dann eine Kategorie zu groß. Da müssen die schon viel, viel mehr Platz haben. Ich denke mal, das sollte reichen für den Hobby-Selbstversorger. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die restlichen Maschinen, die hier noch stehen, wenn sie wirklich zuschlagen wollen und wirklich was zu tun haben. Nicht nur ein bisschen pflügen und fräsen, so wie ich hier oben in der Infobox, so ein bisschen Mist transportieren, wenn sie da mehr haben. Es wird noch größer. Also das ist ja ein Dingelchen, das hätte ich ja gerne nochmal ausprobiert, hier so eine Kreiselecke. Ich bin ziemlich sicher, da hätte man den Acker sehr schön plan und eben mitbekommen und sehr feinkrümelig. Da muss ich nicht immer alles mit der Hake machen. Mit was man sich alles so die Zeit vertreiben kann. Traktoren angucken, was? Nee, jetzt gehen wir noch zu einer Sache, die ist sehr interessant für mich. Zwar überdimensioniert für das bisschen Rasen, was ich habe. Da reicht mir ein Rasenmäher. Aber zum Mähen, hier so ein Aufsitzmäher. Also meiner Frau wird die Maschine mit Sicherheit gefallen. Nur ich, das Gelände bei mir, das ist zu verwinkelt mit den ganzen Bäumen. Schade. Aber die würde, dann würde selbst die noch Spaß am Traktorfahren kriegen. Haben Sie einen Eindruck davon bekommen? Was es so alles für technische Spielereien gibt, so für Männer, die nicht ausgelastet sind. Eine ganze Menge, was? So, kommen wir wieder zu meinem Traktor, den ich gerade erworben habe. Was für ein Ungetüm, meine Herren. Achso, ich wollte Ihnen noch die Haken zeigen. Das ist jetzt vorne dran, aber das funktioniert gleich.
dann hat man nicht mehr diese Öse, wo man rein muss, sondern kann die einfach hier zack einhaken. So viel einfacher. So wie ich das gehört habe, kann man das auch an den kleineren Traktoren so haben. Wisst ihr, was ich jetzt tue? Jetzt gehe ich mir einen Kaffee trinken und wenn ich noch irgendwo eine Wurst finde, esse ich mir eine Wurst. Und dann fahre ich wieder zurück in meinen kleinen Garten und fange wieder an, Gemüse anzubauen. Und höre das Träumen von irgendwelchen Traktoren auf. Gab keine Wurst. Gab nur ein Schnitzelbrötchen. Was sich so alles abspielt so in Deutschland. Hätten sie noch nie mitbekommen, dass es sowas gibt. So, und jetzt ist Schluss. In diesem Sinne. Bis dann.